So, dann nächste Reihe. Können wir vielleicht gerade noch anfangen, voll werden, was wir nicht mehr kriegen mit der Erde, schätze ich mal. Nee. So. Zap, 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 zap. Ah, diese Fliege, Alter. Ja, Alter, ist echt heftig, ne? Übel, ey. Jetzt ist er bei mir. Das ist so. Das ist so mega warm, ey. Jo. Es ist so warm, ich spiel schon wieder in kurzen Hosen. Statt irgendwie rauszugehen oder so, wäre langweilig. Oh, keine Erde mehr. Du hast auch nicht mehr so viel, ne? Nee. Tja, gut, dann kann aber das da schon mal... Es wird auch dunkel, das ist hier alles so... Ja, es wird immer dunkel, weißt du doch. Ja. Dadurch, dass man sich schlafen legt, kann es hier nur dunkel werden. Auf jeden Fall ist schon mal der Weizen und so da ganz gut gewachsen. Ich glaube, auch wenn das gerade nicht so ganz reinpasst, werde ich da mich einmal gerade kurz drum kümmern. Diese Fliege. Terrorfliege, ey. Ja, aber definitiv. Also. Ja, los, hier, du Weizen. Alter, die ist echt heftig, ey. Das ist richtig übel. So, dann, ja, die Hälfte bleibt ja an den Leitern hängen. Das war ja der Grund, warum hier ursprünglich auch mal die Ranken dran waren. Wasser wieder aus. Einmal hoch, alles einsammeln. Ein bisschen was bleibt auch immer noch vor den Dispensern liegen. So ganz optimal ist es noch nicht. Bei unserem Getreideturm hier. So. Ist Erde losgeworden? Jo. Aber ordentlich. Ordentlich, schön. Richtig. Dann kannst du jetzt vielleicht irgendwie... Ich hole einen. Weiß nicht, ich bin am Überlegen. Es ist jetzt mehr so eine spontane Schnapsidee, ob du dir vielleicht sowas wie ein kleines Andenken in Anführungsstrichen bauen willst. Irgendwie sowas wie eine kleine Hütte oder so irgendwo hin. Ja. Du, wenn du irgendwo Holz hast, mach ich das. Wenn du Holz kannst du unter der Truhe, wo Erde ist, da müsste Holz drin sein. Und dann kannst du ja, ich meine, du kannst dir im Prinzip eine Position aussuchen. Wäre jetzt natürlich ja, gut, wenn es nicht zu nah dran ist. Ja, nicht, dass ich es irgendwann kaputt reißen muss, in Anführungsstrichen. Und ich sag dir nicht, wo es ist. Und irgendwann läufst du mal drüber. Ja, oder entweder machen wir es so, oder du kannst es oben auf dem Berg da setzen, wo dieser eine Baum war. Das war jetzt so meine Idee. Aber du kannst ihn gerne auch irgendwo hinsetzen. Jo. Ich kümmere mich einfach hier so ein bisschen gerade drum. Dann mache ich da mal, dann suche ich das mal irgendwann. Kannst du ein kleines Versteck bauen? Ja, Versteck ist komplizierter, aber du hast hier Holzkraft dran geschrieben. Ne, auf der anderen Seite, gegenüberliegend. Ah. Da müsste irgendwo einfach eine Truhe sein, wo Holz ist. Jo. Holzkraft habe ich immer so die. Oder Craft, wie ich sage. Weil das amerikanisch ist, das darf man sagen. Ja, ja. Ist das einfach nur. Da sind so halt Sachen drin, die schon verarbeitet sind quasi. Jo. Also was wie Steaks, Leitern, bla bla. Genau. Das ist jetzt natürlich eine schwere Entscheidung. Jetzt darf ich natürlich nicht nebenbei auf deinen Bildschirm gucken. Ah, verdammt. Aber ich habe ja auch keine Cordis und so. Wenn ich jetzt ein bisschen... Oh, nee. Das ist ein bisschen auffällig. Wenn ich jetzt wollen wir uns gerade einmal schlafen legen? Es ist dunkel, ne? Dann läufst du dann nicht... Ja, das Bett ist nur so ein bisschen weit entfernt. Das hole ich mir. Ach so, ja. Moment. Aber wir spielen doch eher auf Peaceful. Ja, ist auf Peaceful. Du kannst auch draußen rumlaufen. Ich sag mal, ich kann mir auch ein bisschen leuchten. Es ist ja auch nicht so dunkel hier jetzt. Also es geht ja eh noch. Jo. Gut, so, dann gehe ich mal wieder zurück. Sehe ich dich noch irgendwo? Ja, doch, ich sehe dich da, ja. Nein, habe ich nicht gesehen. Du weißt gar nicht, wie schnell ich Haken schlagen kann. Ja, genau. Unglaublich ist das. Unglaublich, kleiner Flitzer. Definitiv. Definitiv. Wie bei Stefan Rapp. Ja, definitiv. Wollte ich auch sagen. Du brauchst hier noch so einen Nippelbohr. Jo, das ist richtig geil, ey. So. Also machen wir mal ordentlich Brot oder behalten wir was für die Tiere? Ein bisschen was behalten wir auch für die Tiere. Zack. Ah. Oder haben wir nicht noch irgendwo was? Also ja, komm, hier sind anderthalb Stacks, ey. Komm, so viel brauchen wir auch nicht. Mehr Brote. Hauptsache, ich habe gleich zwei Stack Brot. Hast du ja nicht... Ich will genau zwei Stack Brot. Awesome. Boah, geil. Hast du dir eigentlich schon überlegt, wie du das machst mit den nächsten Farben? Es kommen jetzt ja Karotten, glaube ich. Karotte und noch irgendwas. Was war es noch? Tomaten? Nee, Tomate war es nicht. Was war das denn? Karotte und... Kakaobohne war jetzt das letzte. Es kamen aber schon wieder zwei neue Sachen. Also die werde ich auch auf jeden Fall bauen. Ich weiß nicht, ob du jetzt in den letzten Folgen so ein bisschen gesehen hast hier mit diesem Getreideturm, beziehungsweise ja, genau, habe ich erst vor kurzem angefangen. Ja, die Überlegung ist, dass ich vielleicht rechts so eine Treppe da hochbaue oder sowas und dann obendrauf einfach noch eine Farm setze oder so. Separat sowas wie Melonenfarm oder Kürbisfarm, was man sehr groß bauen kann, würde ich einfach hier irgendwo auf eine große freie Fläche setzen, weil es halt wirklich viel Platz einnimmt. Ne? Jo. Jo, so, was mache ich jetzt? Was troll ich jetzt die halbe Folge noch rum?
ja, alles Mögliche machen. Was machen wir denn? Ach, eventuell müssen wir jetzt auch noch eine zweite ranhängen, ne? Ich bin jetzt erstmal am Bauen. Ja, braucht ja nichts Großes sein. Ich sag mal, wenn du irgendwo so eine kleine Hütte hinbaust, mit einem Easter Egg oder keine Ahnung, mach's einfach, wie du meinst. Ich glaube, ich baue da hinten erstmal gerade die Kakteen ab. Die nerven mich schon. Die stehen da schon seit bestimmt 80 Folgen oder so. Ja, ich wollte eigentlich ja mal eine Kakteenfarm bauen, aber bin nie so richtig dazu gekommen. Hier, das Wasser könnte ich auch gleich noch irgendwann auffüllen. Ja. Ich glaube, Sandfarmen müsste ich auch irgendwann mal wieder. Hab ich, glaube ich, auch nicht mehr so viel auf Vorrat. So. Na, du hast da ja gleich dick eine Wüste nebendran. Da. Ja, die Wüste ist auf jeden Fall groß genug. Da wollte ich auch unbedingt nochmal gucken. Ich bin ja nie, sogar absichtlich, nie wirklich weit in die Wüste reingelaufen bisher. Also zumindest bis 1.3, weil ja damit dann auch die Tempel und so gespawnt sind. Von daher, die Chunks dürften da noch nicht geladen haben zuvor. Das heißt, da können wir auf jeden Fall mal hingehen und mal gucken, ob wir da dann auch so einen Tempel oder... Gibt es Pyramiden auch? Ja. Pyramiden auch? Ich dachte nur so komische Tempel. Nein, warte mal. Ist das eine Mod oder ist das eine... Nee, normal eingebaut haben sie es auch. Ich habe ja zum Beispiel im Dschungel auch schon so ein komisches, verlassenes Ding gefunden. Du meinst Tempel einfach so ein Ding, wo dann so eine Schatzkammer unten drunter hängt? Ja, genau, wo man halt so reingehen kann und dann gegebenenfalls auch mit Falle und so. Ja, ja, das ist jetzt ja auch in der normalen Version. Ja, ja, genau. Ja, aber es ist natürlich, wenn du jetzt eine Welt zum Beispiel in 1.2 gestartet hast und bist dann halt schon durch eine Region gelaufen und updatest dann auf 1.3, weil die Chunks dann schon mal geladen haben, spawnen da dann ja entsprechend die Sachen nicht mehr, ne? Jo, und genau. Angenommen, du hättest ein Haus hingebaut, dann würde ja vielleicht der Tempel mitten aufs Haus drauf spawnen oder so. Ja. So, das hier kann weg. Und was wollte ich jetzt machen? Genau, Wassereimer. Das Wasser da hinten einmal auffüllen. Ist etwa nicht hier rum vielleicht sogar schneller? Na, tut sich nicht viel. Hast du eigentlich schon ein Dorf entdeckt? Also da muss ich gerade sogar zugeben, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war auf einer anderen Welt. Ja. Kennst du meine magische Eimervermehrung? Guck mal, jetzt habe ich 5 Eimer. Es waren eben 4. Ah, jetzt sind es wieder 4, okay. Ist noch ein bisschen buggy. Ja, ich sollte vielleicht irgendwann mal auf 1.3.2 updaten. Da sind ja auch einige Bugfixes mit bei gewesen. Aber ich hatte einfach keinen Bock, der kam ja ein paar Tage später raus, dann mit den ganzen Mods, die wieder zu updaten und so. Oder abzudaten, zu updaten, abzudaten, wie auch immer. Gut, durchzuführen. Ein Upgrade durchzuführen. Sie auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. Ja. Gut, so, das haben wir auch geregelt. Dann machen wir noch so ein bisschen weiter mit der ganzen Treuegeschichte. Ein bisschen Zeit verschwenden. Eure Zeit verschwenden. So. Ach genau, weißt du, wie ein Pisten geht? Pisten. Die habe ich letztes Mal nicht hinbekommen. Ich habe es jetzt auch nicht nachgeguckt. Das war irgendwie, war das. Da brauchte ich, glaube ich, Holz auch noch für. Und dann aber auch keinen Cleanstone, sondern Cobblestone. Klasse. Da muss ich immer gerade Stein setzen und wieder abbauen. Ah, das ist ärgerlich. Das, sowas vergesse ich immer. Wie war denn das? Unten, also in der Mitte kam, glaube ich, ein Redstone. Darunter ein Eisen. Und dann, weißt du, wie das war? So, und dann oben kommt zwei Steine oder sowas? Ne, genau andersrum, ne? Stein und Holz müssen jetzt, glaube ich, vertauscht werden. Moment, das probiere ich mal aus. Moment. Also ein normaler Pisten hat halt oben 3 Holz. Und hier jetzt die 4 Steine, ne? Ja. Ne. Da muss Eisen noch in die Mitte und der Redstone muss nach unten. Ah, okay. Ah, sehr schön. Da haben wir den Kolben. Kolben! So, wie viel brauchte ich denn nochmal für die Zuckerrohrfarm? Ich meine, 16 waren das, ne? Dann brauchen wir jetzt natürlich ganz viel Cobblestone. Der ist alle, ne? Jetzt bin ich so gut wie. Ja, komm, dann setzen wir hier gerade den Cleanstone hin und machen den uneffizienterweise mal gerade wieder zu Dingenstone, zu Cobblestone. Haben ja gerade nichts Besseres zu tun. So. Also, ich mag die Musik. Du kannst die dann ja leider erst nachher hören, wenn du das Video anguckst, aber... Ja. Das ist schon ganz gut. Passt jetzt vielleicht gerade nicht so, dass da einer gerade im Hintergrund so ein bisschen rappt oder so. Ja, aber so die Musikrichtung gefällt mir, weil meistens habe ich ja nur so wirklich rein instrumentale Sachen, die halt so, ja, ist halt alles immer so ein bisschen langsam und so. Ist jetzt auch mal was Hipperes mit bei, das finde ich ganz gut. So, was habe ich gesagt? 16, wir brauchen noch 15, 15 mal 3, 45, minus 9, so viel rechnen, 16, ne? Ja, gut. So, dann zack, 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 und zack, 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 zack. Du, 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 du. Lalalalalalala.
Hüp. Und so, die haben wir auch. Dann haben wir genug Holz. Dreimal. Nein, haben wir nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wie könnten wir denn? Das ist doch total absurd. Ja, aber echt. Das wäre totale Unart. So, dann 15. Kann man die so übereinander legen? Nein, natürlich nicht. So, dann so. So rum war das. So, so, so und so. Zack. Hm, wie verrechnet? Achso, ja, 4 Steine pro Ding. Gut, mir fehlen noch 3. Das heißt 12 minus den einen. Das heißt noch 11. So, so, das wieder abbauen. Dann müsste es aber reichen. Holz habe ich ja auch genug. Oder? Ja, gut. So. Schubidubidu. Eisen da, Redstone da. Dann so, so, so und so. So, so, so und zack. Achso, ja, 15. Ja, doch, passt. Okay. Hat gerade schon wieder das Schlimmste befürchtet. So, dann kann das Holz da wieder mit. Oh, Holz müsste ich auch mal farmen wieder. Beziehungsweise eine Baumfarm anlegen. Das würde echt mal Zeit. Es werden tausende Folgen, bis man diese ganzen grundlegenden Sachen überhaupt hinkriegt, ey. Echt schlimm. So. Kühe. Oh, ich glaube, ich fütter erstmal wieder die Kühe. Da hatte ich ja neulich diese Inzest so ein bisschen verkleinert. Auch so heftig. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe, glaube ich, am Anfang 2 oder 3 Kühe gefangen. Und mit denen so eine Herde aufgebaut von irgendwie 30, 40 Kühen oder so. Mal überlesen. So, zack, zack. Wer kann noch? Die. Ah, toll. 5 ist natürlich auch super zum Fortpflanzen hier. Naja. So, wie schaut's mit deinem Andenken aus, mit deiner kleinen, was auch immer es ist, ob jetzt Häuschen oder so, weiß ich ja nicht. Ein Karussell. Ich hoffe, ich werde es jemals finden können. Ah doch, das ist auf jeden Fall... Ja? Ja, ich werde es auch ein bisschen mit Fackeln ausstatten. Also es soll ja nicht ganz versteckt sein. Nö, aber es soll auch schon, also es soll jetzt einem auch vielleicht nicht absolut ins Auge springen. Ja, das wird es nicht. Gut. So, zack. Lass ja einmal alles abholzen gerade. Zack, 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 zack. Und jetzt noch einmal gerade, um das Prinzip zu erklären. Im Grunde lässt man das Zuckerrohr wachsen, sobald die Redstone-Leitung da hinten dann aktiviert ist. Da komme ich jetzt leider nicht auf die andere Seite gerade mehr. Drückt der Redstone, nicht der Redstone, sondern die Pistons drücken hier das Zeug weg. Und es landet automatisch, wenn ich da noch eine Reihe Pistons drüber mache. Ach, verflucht, da brauche ich dann nochmal 16 für. Oh, 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 Strömungsschaden, ah, okay. Droppt das auch automatisch ins Wasser, das ist ganz wichtig, denn wenn man nur eine Reihe Pistons dahin macht, so wie es im Moment der Fall ist, dann ist es nämlich leider, leider so, dass quasi teilweise zum Beispiel das, was da drüber ist, dann eben auch nach rechts fallen kann, beziehungsweise auf dem Pisten liegt und damit zurückgezogen wird oder so ähnlich. Das klappt leider nicht so gut. Das heißt, ich brauche sowieso noch eine ganze zweite Reihe. Und einen zu wenig habe ich irgendwie auch. Hatte ich nicht noch einen auf Lager oder so? Gut, dann brauche ich fürs nächste Mal, die mache ich beim nächsten Mal dann auch direkt, also 16 noch einen, also 17. Na, nicht vergessen, dann passt das. Gut. So, schubadubadu, dann begebe ich mich mal wieder zurück, gerade noch die Sachen verstauen und wenn es dir dann auch passt, jo, mir passt dann können wir gleich auch einen Cut machen. Jo. So. Farming, das Zeug weg. Das Bett kann ich mal wieder hier an seine Heimatposition stellen, wo das Bett sich wohlfühlt. Zack. Gut. So. Passt dir oder musst du da irgendwie weg? Hast du irgendwie deine Sachen in Truhe getan oder so? 5 Block. Ja, Moment. Sonst kannst du das ja gerade irgendwie noch mal einmal machen. Dann habe ich zumindest auch was davon, wenn ich das finde. Dann kann ich es looten. Ja, ja. Packst du es in eine Truhe? Ja, Mann, ich muss die Truhe erstmal bauen. Ja, dann bau eine Truhe. Oder hast du kein Holz oder was? Doch, ich habe Holz. Aber kein Crafting Tape. Ach doch, hast du auch. Ja, hab ich auch. Ich glaube, dass da vorne ziehe ich dann auch irgendwie nochmal eine Ecke rüber, dass wir hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Abstand haben. Das dann da auch irgendwie zudecken oder dass man da dann doch noch so einen offenen Gang lässt oder so. Na, mal schauen. So. Are you ready? Ich hätte ja eigentlich noch eine schöne Nachricht hinterlassen, aber nein. Ah, gut, ist ja egal.
Ja gut. Hast es? Hast es, hast es, hast es? Ja, gut. Okay, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr vielleicht auf Dauer auch irgendwann mal, wenn ihr selber mal eine Burg bauen wollt, euch da irgendwie ein bisschen inspirieren könnt. Naja, sobald ihr mal ein bisschen weiter ist irgendwann. Und ja, dann den Cervo seht ihr vielleicht irgendwann nochmal. Wollen wir mal gucken, ob sich das wieder anbietet. Jo. Und damit von uns beiden viel Spaß. Ja, hat sich jetzt erledigt. Jetzt habt ihr es ja gesehen. Es ist total stumpf. Wie auch immer. Dann einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.